Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Half-Life. So, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es mit diesen Grafikfehlern, die wir im letzten Part, glaube ich, hatten, ob das da, woran das liegt, ob das jetzt hier, also ich nehme an, dass es ja an diesem HD-Zeugs liegt und nicht an Source. So, aber zu so viel dazu, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, dass wir hier weiterkommen. Hier macht es doch bestimmt gleich. Rums, ja. Ich glaube, wenn ich jetzt da runter gehe, ist es ein Fehler. Aber ich gehe mal da runter. Ja, da ist ja schon der Erste. Komm. Na. Ah, und ich sehe auch schon den Zweiten. Komm her, mein Fester. Oh. Eieiei, das hat ja auf die letzte Kugel hier genau gepasst, ne? Oh. Wachmann, was macht der denn hier? What's up? Hey, Moment mal. Jetzt machst du mir hier die Tür auf, oder was? Jetzt, wo ich mich schon oben durchgekämpft habe. Blöder Wichser. Naja, was soll's. Schauen wir uns mal hier um. Hier ist nur nichts, ne? Außer diese beiden. Drei. Naja, ist doch einigermaßen gelaufen eigentlich, ne? Fragt sich jetzt nur, wo geht's hier weiter? Okay, ich glaube, ich habe die Lösung. Der hätte mir gar nicht mal runtergemusst. Meine Fresse. Aber auch. So, wir machen wieder mal langsam. Und vorsichtig. Ich weiß gar nicht, ob das hier der richtige Weg ist. Aber wir können es mal probieren. Speichern wir mal. Es stinkt nach einem Hintern. Großer Bruch. Großer Bruch diagnostiziert. Sieht so aus, als würde sich das ganze Training auf dem Schießstand heute auszahlen. Huiuiuiuiui. Ja, du mit deinem Training auf dem Schießstand. Ich frage mich, was du da auf dem Schießstand getrieben hast. Wenn du dich die ganze Zeit nur abballern lässt. So. Dann probieren wir es halt nochmal. Super! Jetzt schaffe ich wieder nicht mehr, ja. Und jetzt renne ich gleich. Ja, warum auch nicht? Oh. Was du alles wissen möchtest, ist mir so wurscht gerade. Warum zum Teufel springe ich eigentlich da so blöd hin, wo ich doch eigentlich da unten hin muss. Meine Fresse. Ich muss mir es immer schwerer machen, als es eigentlich ist. Beinahe hätte ich Laden gedrückt. Ah, wunderprächtig. Ich glaube, hier kann ich gar nicht anders als durchzurennen. Ja. Hallo, Kollegen! Hier renne ich einfach durch. So. Ich glaube, da kommen nämlich auch noch andere. Ja, genau. Alter, Alter, Alter! Willst du mich mal in Ruhe lassen? Blöd, Mann! Haut hier einfach drauf. So, ich probier's mal hier so. Hui. Mit dieser Knarre hier. Boom. Oh Gott, da ist eine Osprey und. Könnt ihr vielleicht mal aufhören, als auf mich zu schießen? Schießt doch auf die Aliens, Mensch. Ja, guckt, da kommen schon die Aliens und machen euch platt. So ist das. Hier ist die Tür zu. Kann ich die einschießen? Finde ich irgendwie cool.
Ne? Ah, scheiße, leider nicht. Ja, wie kriege ich dann hier die Tür auf? Ich glaube, da muss ich nämlich rein. Oder muss ich mir einen Kollegen holen, der da aufmacht? Hübscher! Okay, ich werde Deckung geben. Komm mit, Kollege. Mach mal hier auf. Und du hältst die Schnauze. Ne? Komm, mach mal auf hier. Alter, mach doch nicht so lahmarschig, als hätten wir hier alle Zeit der Welt, Mensch. Okay, jetzt hast du mir hier die beiden Türen aufgemacht. Ich weiß nur nicht so recht, was das jetzt bringt. Ja, toll, jetzt stehen wir hier. Und hier geht's auch nirgends weiter, ne? Immerhin haben wir ein paar Kisten, die wir zertrümmern können. Jo, jo, passt schon. Immerhin etwas. So, ja, toll. Das hat mir jetzt aber nicht volle Pulle gebracht hier. War das schon mal benutzt oder was? Aber nicht von mir. Nicht von mir. So, was ist dann hier überhaupt? Ist das nur diese fette Kanone? Und es bringt ja eigentlich rein gar nichts, wenn ich diese Kanone nehme und hier abfeuere. Die ballert ja nur in die Richtung hier, ne? Oder Moment mal, hab ich... Ist da das Tor jetzt offen? Ey, ja, da. Dann würde ich sagen, lauf mal einfach da mal hin. Wo bist du, mein Kollege? Okay, ich warte hier und helfe, wenn noch jemand vorbeikommt. Mach das. Und ich speichere mal kurz und renn da rüber. Da-da-da-da-da. Hier geht's nicht lang. Die lassen wir einfach mal... Überlassen wir einfach mal sich selbst hier. Und lade Daten. Und speichern. Oh, wow. Kommt mal ein bisschen dichter. Guckt ihr blöd, ne? Ihr bösen kleinen Vortigons. Zeit, dass ich euch befreie hier. Och, da kommen noch mehr. Lad mal schnell nach. Oh, könnt ihr jetzt mal aufhören? Ist nicht mal genug langsam? Wie viele von euch wollen denn noch kommen? Und... Und verrecken, Alter. Kommen die jetzt hier so oft, wie sie wollen? Ja, offensichtlich kommen die jetzt hier so oft sie wollen. Ich könnte natürlich auch hier dieses Gerätchen hier benutzen, wenn es denn überhaupt irgendwie was nutzen täte, ne? Hallöchen. Warum sind die da jetzt hier so völlig immun? Hallöchen. Moine Fresse halten die Spieler. Ach ja, jetzt gehen sie hier. Alter, die machen mir viel zu viel hier. Das gibt's doch nicht.
Alter, ich bleibe jetzt hier geduckt, ne? Und schieß die einfach alle ab. So. Bis keine mehr kommen. Ich hoffe mal, das läuft so. Zwischendurch mal hochgucken. Yeah. Ich sehe zwar überhaupt nichts, was ich mache, aber... Ja. Jetzt mal, wenn ich kurz nach oben gucke, schießt einer von denen auf mich, ne? Hab ich jetzt endlich alle. Meine Fresse, habe ich hier jetzt viel Energie... Hat das viel Energie gekostet hier. Aber gut. Holla, die Waldfee. Also hier mit kaputt machen sind sie voll dabei jetzt hier an dieser Stelle. Ich frage mich, wie es an dem Labor aussieht, wo wir am Anfang waren. Upsa. Großer Bruch. Nö. Großer Bruch diagnostiziert. Könntest du mal so ein bisschen vielleicht Acht geben drauf, wo du mich hinschleuderst. Was ist mit euch, Jungs? Ein bisschen ausrichten würde ich mich ja auch schon noch gerne, ne? Aber das liest ja kaum zu, ne? Es kommt übrigens noch mehr von diesen Hüpfdingern da. Könnte man ja eigentlich mal eine Hüpfburg draus basteln. Die lasse ich jetzt erstmal wieder gegenseitig abballern. Gucken, wer hat gewonnen? Ach, da kommt noch einer. Ja, ja. Und sobald er mich sieht, geht er natürlich auf mich los. Blöd, Mann. Dam, 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 dam. Und dir blase ich jetzt auch die Lichter aus. Brauchst du nicht so blöd zu gucken. So. Selber schuld. So, was haben wir denn hier? Lüftungsschacht. Aber vorher gucke ich mir mal noch an, was ich hier machen kann. Okay, ich frage mich, wo die hergekommen sind. Hier ist ja, da ist ein Rolltor, so wie es aussieht. Aber sonst haben die das Tor auf und zu gemacht die ganze Zeit, oder wie? So, was bringt mir das jetzt hier oben zu sein? Naja, ich kann die Kisten hier kaputt machen, natürlich. Sind nur Medikits drin. Ja, super. Dann machen wir halt das Ding da auch noch put. Boom. Put, put. Put, put, put. Oh, nein. Was sind das für Viecher? Ach so, schöne Viecher. Meine Güte. Gibt's ja wohl überhaupt nicht. Okay, da höre ich schon wieder. Ja, genau. Schießt einfach schön auf den Lüftungsschacht. Nein, 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 nein. Ich treffe hier einfach mal überhaupt nichts, ne? Doch, ich kann ja doch treffen. Ja, wunderprächtig. Wunder. Waren das schon alle? War das schon alles? Schüttidi und tralala. Energie jetzt auf 45%. Energie jetzt auf 60%. Energie. Ich gehe mal lieber nicht unter das Auto hier, sonst. Am Ende fällt es noch auf mich, ne?
Oh ja. Interessante Konstellation. Muss ich da irgendwie hoch oder so? Das Auto kann ich auch bestimmt auch ablassen hier. Ach so. Falsche Taste. Ah ja. Hübsches Auto. Komme ich denn da auch wieder rauf? Nö, ich denke nicht. Dann gucken wir mal in diese Tür rein. Jetzt macht er natürlich hier gleich alles wieder kaputt, ne? Ja. Söhne. Dann halt nicht. Ach, immer wieder die falsche Taste drücken hier. Kriegen wir die irgendwie von hier aus? Also, geht doch. Ja. Unterprächtig. Unterprächtig. Also diese Waffe, auf die Fernwirkung von dieser Waffe ist irgendwie echt mies, ne? Ach, da hätte ich rauskommen sollen, aus diesem Lüftungsschacht hier. Naja. Chill dich doch mal, du. Wichskoppel, du. Was ist das hier eigentlich? Da kann ich nicht hüpfen mit. Gut, dann gehen wir mal da rein. Oh. Der hat Munition dabei gehabt? Oder was? Ne, Moment mal. Ich habe hier so ein Ding geschossen. Das lag da wohl rum, irgendwie. Dann schauen wir mal hier weiter. Oh. Hier kommen ja wirklich jetzt alle Rittgegner, ne? Ja, lassen wir die sich jetzt erstmal wieder gegenseitig abschlachten. Da will ich mich jetzt nicht einmischen. Aber wirklich nicht. Okay, ich schätze mal, das war's dann schon wieder. So. Einfach platt machen. Den da drüben auch. Vielleicht kriegen wir den hier so platt. Und da ist doch noch einer. Jawohl. Finde ich ja irgendwie cool, dass diese Armbrust wirklich mit einem Schuss hier weg. Ich schätze mal, ich muss nicht mal da runter, sondern da drüben weiter, aber ich gehe trotzdem runter. Weil da liegen ja noch ein paar Munitionsvorkommen rum. Der da schießt Gott sei Dank nicht. Ich glaube, mit dem hätten sie hier alle platt gemacht. Da hätten sie sich gar nicht hier groß bemühen müssen. The fuck? Ja, dann nehme ich mal mit, was hier mitzunehmen ist, ne? Diese Kisten gehen auch auf. Okay. Also scheinbar muss man die aufschließen oder so, keine Ahnung. So, würde sagen, dann gehen wir mal da oben wieder hoch und dann weiter. Oh, weia. Das war mir so klar, deswegen habe ich hier gespeichert. Ja, warum springt der denn das zweite Mal nicht? Naja, weil ich auf dem Geländer stand, offensichtlich. Sehr nice. So, wo kommen wir denn jetzt hier hin eigentlich? Ich höre doch schon wieder. Nein. Du kannst mir nichts. Ja, stöhn ruhig ein bisschen. Von dem kann man keine Muni noch mitnehmen. Schade. Okay, hier geht's schon wieder rund.
Ich stelle mich jetzt aber hier mal hin und speichere. Und beende hier mal den Part. Also, bis zum nächsten. Danke fürs Zuschauen.